So, heute darf ich wieder mit der Dorothee Reschl zusammenarbeiten. Wir hatten gestern ein langes Telefonat über gebrochene Herzen. Viele haben gebrochene Herzen. Da gibt es ganz viele Storys hinter dran und auch die Organe sind belastet von einer Traurigkeit. Und die Dorothee hat vieles Wissen davon. Möchtest du uns was erzählen? Also das gebrochene Herz nennt man auch unter den Experten Broken Heart Syndrome. Und natürlich hat es Ursachen, Wirkungen, Symptome und oft fühlt es sich an wie kurz vorm Herzinfarkt, habe ich schon oft gehört. Und es geht darum, dass das Herz Schmerzen verursachen kann, also dass wir hier auf unterschiedlichen Ebenen unterscheiden dürfen. Wir dürfen die physische Ebene unterscheiden. Da spricht man dann eben auch, dass es ähnliche Symptome hat wie ein Herzinfarkt. Ist es natürlich nicht, weil es ja auf anderen Ebenen stattfindet, nämlich auf der psychisch-emotionalen Ebene. Und so ist es immer wichtig zu unterscheiden und herauszufinden, wo sind die Ursachen auf der psychisch-seelischen Ebene. Ja, und da ist es eben so, dass wir ja auch schon oft mit den Astralkörpern gearbeitet haben und dass eben in jedem Astralkörper und in jedem feinstofflichen Band um uns herum Blockaden entstanden sind und auch entstehen können. Und das auch ja, aus der Vergangenheit. Wir wissen ja, wenn wir an mehrere Leben glauben, dass auch aus diesen Zeiten, da es ja im Universum keinen Raum und keine Zeit gibt, können sich auch eben in anderen Zeitlinien Blockaden gesetzt haben. Sabine, weißt du ein paar Situationen? Beispiele. Ja, Genau, Beispiele. leider kenne ich in meiner Praxis sehr viele, viele, viele Beispiele. Ja. Trauer, Traurigkeit, Zurückgestoßenheit, Menschen, die einfach sich nicht geliebt fühlen, Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Gerechtigkeit herrscht ja in der spirituellen Ebene immer, dass es immer ausgeglichen ist. Aber unsere Gefühle sind ja trotzdem da, wo uns sagen, da bin ich jetzt. Zurückstoßewoche, da bin ich jetzt enterbt worden, da bringt der Elternteil von mir mir Schuld, schiebt Schuld auf mich. Das sind so viele Sachen, auch eine Scheidung, auch Fehlgeburten, Schicksalsschläge, alles macht ja eine Traurigkeit. Da braucht man nicht immer erst in andere Leben zu gehen, sondern allein dieses Leben sind wir ja vollgepackt mit Traurigkeit, ja. Natürlich wirkt das auch sehr stark aus anderer Leben. Aber allein das, was wir in diesem Leben erlebt haben, reicht schon für ein halb Jahr bis ein Jahr, die Sache aufzuarbeiten. Und jetzt bleiben wir mal bei diesem Leben. Zum Beispiel, wenn jemand enterbt wird. Und das habe ich leider oft, sehr oft in der Praxis, wo dann der Klient sich berechtigterweise ungerecht behandelt fühlt. Wie gesagt, im Universum gibt es immer die Gerechtigkeit, gibt es immer den Gleichklang, tut sich alles ausgleichen, aber im Moment ist halt dieses Gefühl da. Und dieses Gefühl geht dann, das ist eine dunkle Energie, das ist nicht in Liebe, das ist eine Energie, die um die Organe geht, also nicht nur ums Herz. Ich bin sehr dankbar, dass die Ärzte das jetzt auch sehen, dass man aus Emotionen auch körperliche Probleme kriegen kann. Und das ist sehr oft. Ja, also ich würde sagen, wenn ich reingucke, 70% der körperlichen Probleme sind aus Emotionsebene entstanden. Eine Traurigkeit, ein Gefühl, die Ungerechtigkeit macht einfach diese dunkle Schleier um die Organe und ums Herz. Und leider gibt es jeden Tag bei mir in der Praxis solcher Schicksalsschläge. Und als Mensch zu verstehen, es hat alles seine Berechtigung und gerecht, ist es sehr schwierig. Im Moment sind die Energien da, die Emotionen da, die Traurigkeit da. Und das muss dann verarbeitet werden. Mir fallen auch noch ganz viele Beispiele ein, also neben Erbschaftsgeschichten, also alle Themen, die aus Blutlinien kommen, oder allein der körperliche Schmerz, der kann einen ja auch an den Rande des Wahnsinns bringen, wenn man Dauerschmerzen hat, chronische Schmerzen, oder Liebeskummer, Dreiecksbeziehungen, all diese Dinge, wo der Mensch, das menschliche System oder die Seele selbst das Gefühl hat, ich komme da gar nicht mehr raus, ich finde da nicht raus.
Und so denke ich, ist dieses nicht herausfinden, dieses immer wieder die Einbahnstraße entlanglaufen und keinen Ausweg zu finden, schwächt ja den Organismus, so wie du das auch sagst, schwächt den Organismus und bringt auch die Energie, die energetische Ebene, die Vitalität des menschlichen Systems nach unten. Mhm. Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast, es können sich andere Energien, negative Energien um das eigene System legen, weil das ist wie ein Ausschlussmechanismus, da kann alles Mögliche andocken, was da um uns herum schwirrt auf energetischer Ebene, wenn wir jetzt diese Ebene betrachten. Also es gibt sogar bis zum Tod, dass jemand wirklich an gebrochenem Herzen stirbt. Ja, und da habe ich dann nachgefragt, wie ich vor 3 das erste Mal über meine Begabung diese Energie gesehen habe, wo um das Herz, wo um die Organe gehen, wo wirklich, wenn wir vom gebrochenen Herzen reden, wenn das eine Einheit ist und dann geht es wirklich kaputt im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und vor 3 Tagen habe ich das erste Mal solche Energie gesehen. Ich wusste es und ich habe es von Weitem erkannt. Aber das erste Mal war ich richtig mit meiner Begabung zwischendrin und habe das gesehen und bin echt, echt erschrocken, obwohl das ich schon 22 Jahre als Hellseherin und Heilerin tätig bin, wie das tatsächlich aussieht und was da kaputt geht. Und ich kann wirklich jedem raten, wenn ihr mit Gott verbunden seid, seid ihr ausgerichtet, habt ihr die Energie von Gott, die Matrix von Gott und da ist Heilung drin und da ist Liebe drin, die Ursprungsliebe drin, da ist alles drin, was jemand braucht. Und auch danach das Vertrauen, so wie ich vorhin gesagt habe, dass es im Universum keine Ungerechtigkeit gibt, außer die Negativität herrscht mit. Wenn die Negativität mitherrscht, weil die Menschen nicht auf ihrem Lebensweg sind, dann muss man wieder ganz schnell gucken, dass man auf den Lebensweg kommt. Wenn man auf dem Lebensweg ist und sowas ist, immer wieder andocke, immer wieder direkt die Verbindung zu Gott und dann werdet ihr merken, was es bedeutet, wieder geradlinig im wahrsten Sinne des Wortes zu sein. Und wenn jemand vom Lebensweg abgekommen ist und wenn es nur 0,5 Zentimeter sind, dann wirkt auch noch einmal die Negativität und dann kommt auch Ungerechtigkeit, die nicht gerecht sind im spirituellen Sinn. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man immer auf seinem Weg ist, dass man für sich einsteht, dass man weiß, wer man ist, dass man nicht unnötige Kompromisse macht wegen der Leute. Viele Leute leben ja wegen der Leute, anstatt wie sie wirklich leben sollten und wollten. Da ist es immer ganz wichtig, dass jeder für sich erkennt, was er ist und in seiner Spur bleibt. Und dann ist die Gerechtigkeit und dann die Kuppelung zu Gott, zu der göttlichen Matrix. Und dann kannst du alles oder könnt ihr alles erleben, ertragen, erfühlen, ohne dass es euch kaputt macht, weil ihr einfach oben angedockt seid. Ihr seid perfekt. Und jedes Schicksalsschlag, alles was kommt, ist perfekt oben angedockt. Und somit kann man auch jede Emotion gut verarbeiten. Verarbeiten und transformieren. Ne? Das ist ja dann eben auch nochmal diese Selbstbeobachtung rund um die Uhr, denke ich. Macht den Menschen bewusst die Seele und somit werden diese Prozesse, die wir aufzulösen haben, auch immer, immer einfacher. Ich habe jetzt gerade gehört, in der Zeit, wo du gesprochen hast, haben mal die Engel gesagt, nicht jeder Mensch kann direkt andocken. Das ist ja auch ein ganz großer Prozess. Für uns ist es normal, ist es Alltag, dass wir da andocken, aber es gibt viele Menschen, die sehr weit unter sind, auch energetisch unter sind, dass die gar nicht andocken können. Von rein, wie wir Auto zu fahren mit 100 PS und Fahrradreife drauf zu haben, funktioniert nicht. Man muss immer alles angepasst haben. Und deshalb dürfen wir jetzt oder wird ein morphogenetisches Feld gebaut, direkt, dass die Kuppelung zwischen Menschen, die sehr unten sind, und der göttlichen Matrix, dass es da eine Kuppelung gibt. Also eine Straße, eine Verbindung, dass wirklich jeder Mensch, der jetzt sagt, ich möchte mit Gott verbunden sein, ich möchte das Göttliche in mir leben. Und jetzt kriege ich gerade Tränen. Wow.
Jetzt kommen wundervolle Energie. Es fließt, ja. Ja. Wow. Vielleicht kann ich mal kurz weiterreden, dass ich mich sammeln kann. Ich bin gerade sehr gerührt, weil ich sehe, was gerade passiert. Ja, das ist ja auch immer unser Bestreben, Menschen zu unterstützen, die auch den Weg gehen, so wie wir ihn ja auch gegangen sind. Und die Frequenzen einfach hochzufahren in sich, in seinem eigenen Zellsystem. Und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und ich freue mich auch, dass es so bei unserem jetzigen Meeting so schnell geht. Wir haben ja schon einige, oder du hast auch schon einige morphogenetische Felder gebaut. Und ich bin verblüfft, wie einfach es ist. Und dennoch weiß ich oder sehe ich auch, wie schwer das für Menschen ist, die gar nicht angedockt sind oder noch nicht angedockt sein können, weil sie das für sich in anderen Leben oder im jetzigen Leben so erstmal entschieden haben. Und trotzdem denke ich immer, die Hoffnung bleibt, dass jeder diesen Weg in diese höheren Ebenen geht. Und ich denke, das ist unser Fokus für all das. Und ja, da freue ich mich. Und ich bin dankbar für die Arbeit, die wir machen dürfen, die ich machen darf, die du machst. Und auch, ich habe ja auch schon viel mit dir durch dich gearbeitet und gelernt. Und ja, ich freue mich, dass es weitergeht. Und ich freue mich auch, dass es immer einfacher wird. Das ist wirklich so. Also es wird immer einfacher. Ja. Und wir haben auch alle unsere Prozesse schon all die Jahre gemacht und einfach weitergehen. Mhm. Besonders dann, wenn man denkt, das geht nicht mehr weiter, dann erst recht aufstehen, versuchen aufzustehen, sich Hilfe zu holen oder es auch alleine zu schaffen, wenn man es glaubt, alleine schaffen zu können. Mhm. Ich war jetzt so gerührt, weil diese Energien so schnell gelaufen sind, so schnell. Wie gesagt, für uns ist es Normalität, da anzudocken, damit verbunden zu sein. Und für viele Menschen, die dürfen das jetzt lernen, die dürfen sich andocken. Natürlich dürft ihr alles, aber sie können jetzt auch. Die Energie ist da, die Kuppelung ist da zwischen festgefahren und grobstofflichem Sein und diese göttliche Matrix. Und ich bin sehr dankbar, das jetzt auch so live dabei zu sein und zu erleben. Ihr könnt es jetzt alle. Geht an dieses Thema, verbindet euch mit Gott und ihr werdet sehr, egal was euch im Schicksal passiert, egal, ihr seid göttliche Kinder und ihr seid vollständig. Jeder kann das jetzt andocken.